Tag 5 unserer diesjährigen Online-Zeltstadt. Krass, wie diese Woche doch schnell auch vorbeigegangen ist für uns, die wir dieses Jahr so eine andere Zeltstadt erleben. Für euch, die ihr vor euren Handys oder vor eurem PC sitzt. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich freue mich, dass wir auch den heutigen Abend miteinander erleben dürfen. Unser Thema heute wird sich sein: In der Reihe stellt euch nicht dieser Welt gleich, was uns dieses Jahr als Zeltstadt-Thema begleitet hat. Mein Name Markus Eichler, seit 6 Jahren Leiter von dem Kinder- und Jugendbereich und ich habe euch heute einen Gast mitgebracht. Zu meiner Rechten Elli Rösch, 22 Hi. Jahre. Cool, dass du dabei bist. Du bist Studentin auf Lehramt in Tübingen. Und letztes Jahr warst du das erste Mal Mitarbeiterin. Erzähl uns, wie war es für dich? Für mich war die Zeltstadt eine richtig geniale Zeit. Ich konnte Gott nochmal ganz neu kennenlernen. Ich hatte eine richtig coole Gemeinschaft mit den anderen, den Teilis und den Mitarbeitern. Und ich habe die Freiheit der Kinder Gottes erleben dürfen. Sehr cool. Dann möchte ich gerne, ich bin sehr neugierig auf deine Predigt, mit dir, mit uns beten. Und dann kannst du auch direkt reinstarten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese Woche, für alle Impulse, die du uns gegeben hast. Ja, für dieses nicht so leichte Thema, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und ich danke dir jetzt für die Elli, dass sie uns das Thema würzig sein näher bringen wird und segne unser Reden und segne unser Hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Freunde des Himmels, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist das Zeltstadt-Thema dieses Jahr. Anders übersetzt ist es auch: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Und Paulus hat im Römerbrief ziemlich viele Beispiele gegeben, wie das aussehen kann, in so einer neuen Weise zu denken und zu handeln. Und da wollen wir uns jetzt heute mal das anschauen, wie das gehen kann. Wir wollen uns vor allem auf den Vers im Römerbrief "Lass dich nicht von Bösem überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem" genau konzentrieren. Ja, wir sind beeinflusst von dieser Welt, wir leben in dieser Welt, wir sind hier reingeboren. Konsumgesellschaft, Leistungsgesellschaft, immer mehr, immer weiter. Medien, immer mehr Einflüsse, mehr Druck, mehr Vergleichen, mehr Hass. Ja, aber in den letzten 4 Tagen haben wir was von einer anderen Welt kennengelernt, haben wir was von Gottes Reich gehört und es kennengelernt. Und ich will dich nochmal erinnern, hey, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Himmelsbürgerin, ein Himmelsbürger, du bist ein Botschafter von Gottes Reich und es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch in der Predigt ganz ja, uns vor Augen malen. Genau, heute wollen wir euch eben ein paar Inputs mitgeben, wie das aktiv aussehen kann, dass man einfach die Maßstäbe von Gottes Reich anwendet und im Alltag umsetzt. Thema witzig sein heute. Ich habe euch zu jedem Buchstabe von dem Wort witzig sein einfach einen Input bereit. W. Was würde Jesus tun? Jesus ist ein krasses Vorbild in der Bibel, in den Evangelien. Da lesen wir, was er alles getan hat, wie er Menschen behandelt hat. Da werden wir niemals rankommen, aber ich finde, das ist eine gute Orientierung und er ist ein cooles Vorbild. Und ich möchte dich heute fragen, hey, was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Frag dich, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Was würde er posten? Was würde ihn freuen? Worüber würde er sich aufregen? Wo würde er eskalieren oder dagegen vorgehen, weil er das nicht gut findet in der Gesellschaft? Nächster Punkt, Ü. Überprüfe deine Motivation. Hey, warum tue ich es eigentlich? Um Anerkennung zu finden bei den Freunden, bei den Menschen oder um Gott zu beeindrucken? Kleiner Teaser, Gott kann man nicht beeindrucken, er ist so heilig. Wir haben viel zu viele Fehler. Oder auch, was wir von Debbie gehört haben gestern, ist unser Herz einfach wie so ein overflowing cup und wir können diese Liebe, die uns geschenkt wird, diese Gnade nicht länger halten und müssen die weitergeben. Was ist deine Herzenshaltung? Dann ganz wichtiger Punkt R, repräsentiere Reich Gottes. Hey, du repräsentierst Reich Gottes. Bist du dir
bewusst? Bist du dir dem bewusst? Als Himmelsbürger, da sind wir nicht nur dazu gemacht, auf den lila Wolken auszuruhen, sprich unter Christen in einer Bubble zu sein oder in der Zeltstadt. Wie schön ist es, wenn man einfach unter Glaubensgeschwistern ist, und es ist wichtig und es ist gut, so auch so Zeiten zu haben, in denen man auftanken kann, aber das ist nicht alles. Wir sind nicht dazu geschaffen, auf einer Wolke zu schweben, sondern wir haben einen Auftrag und eine Verantwortung. Und vielleicht kennt ihr es in Instagram, diese Werbeanzeigen, und da kommt dann immer Sponsored by Punkt, Punkt, Punkt. Hey, über deinem Leben steht so ein Werbebanner, Sponsored by Jesus, und du hast einen Auftrag, sein Reich zu repräsentieren. Und hey, ich frage mich so oft, hey, wo ist Gott in all dem Leid? Und genau, wo ist Reich Gottes? Aber ich sagte, genau da, wo du bist. Genau da, wo du bist, ist Reich Gottes. Und wenn Menschen auf dich treffen, treffen sie auf Reich Gottes, treffen sie auf Jesus. Und mach es dir bewusst, dass du sein Reich repräsentierst. Und vor allem, dass da andere Maßstäbe gelten. Und ich kenne es so oft, und es macht mich so traurig, dass Menschen sagen, hey, ich kann nicht an Jesus glauben, weil ich von Christen so oft enttäuscht wurde. Und lass uns da doch einen Unterschied machen und diese Vorurteile von Christen aushebeln und vor allem auch diese falsche Gottesbilder, die es so oft gibt, durchbrechen und Menschen mit Anerkennung, Wertschätzung und Liebe treffen. Es ist so wichtig. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind ausgerüstet dafür. Und lass uns einfach einen Unterschied machen. Genau. Vielleicht kennt ihr das auch, 100 Menschen, von 100 Menschen liest einer die Bibel, das bist du hoffentlich, und alle 99, die lesen diese eine Person, die schauen sich dein Leben an, wie du dich verhältst, wie du dich gibst, was du tust. Und ich hoffe, dass sie da wirklich einen liebenden Jesus kennenlernen dürfen. Nächster Punkt, Zeit mit Gott. Rede nicht nur über Gott, sondern rede auch mit Gott. Ihr kennt es vielleicht, eben die Quality Time mit Freunden. Man wird verändert, wenn man viel und lang Zeit oder intensiv Zeit mit Freunden verbringt. Man nimmt gewisse Charakterzüge an oder übernimmt sogar die Sprache und ein paar Phrasen. Das ist total verrückt, wenn man dann zu Hause ist und dann irgendwie total anders redet. Aber genauso ist es auch, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Und es ist so wichtig, in seiner Gegenwart zu sein, weil nur dort können wir verändert werden und nur dort können wir auch seine Charakterzüge annehmen und in sein Ebenbild immer weiter verändert werden. Und ich wünsche es uns so sehr, dass wenn wir von dem Berg runterkommen, dass wir nicht vom Feind wieder beschäftigt gehalten werden und Jesus vergessen oder er irgendwie einfach so ein Nebending ist, sondern dass er wirklich erste Priorität hat. Das ist so wichtig. Und ein kleiner Tipp, es gibt Zeiten, da habe ich keine Lust auf Bibel und Beten, aber mir hilft es total, die YouVersion-App, so eine App zu benutzen. Die gibt es auf jeden Fall im App Store. Ich finde es total cool, weil da gibt es jeden Tag so ein Verse of the Day und dann ist jeden Tag auch so ein kleiner Input dabei. Und das ist, wenn man nicht reinkommt, kann man sich das einfach anschauen und dann ist man, also ich bin da immer total gestärkt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt keine Ausreden. Genau, nächster Punkt, I, investiere in eins. Wo und wie investiere ich mich ins Reich Gottes? Es gibt eine Überforderung. Es gibt so viele Möglichkeiten, viele verschiedene Gemeinden, viele verschiedene Organisationen, viele Personen, die Jesus brauchen und die Jesus liebt. Und da gibt es dann Möglichkeiten, entweder ich bin überfordert und mache dann gar nichts, weil ich mich nicht entscheiden kann, oder ich möchte überall mich rein investieren, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber hey, deine Kapazitäten, die reichen nicht dafür aus, überall alles zu geben. Und ich finde es so wichtig, dass man sich committet, dass man sich in eins investiert, dass man sich auf eine Sache konzentriert und dass man dort alles geben kann, dass man nicht nur eine halbe Sache macht, sondern dass man da wirklich seine Gaben reinbringen kann. Und der Heilige Geist, der wird dir helfen. Frage ihn, wo hast du mich hingepflanzt? Wo darf ich ein Baum sein? Wo kann ich Früchte tragen? Bei welchem Freund kann ich gerade Reich Gottes Botschafter sein? Und wenn es mal unbequem wird, das Reich Gottes, der Reich Gottes Zone ist nicht immer so eine Komfortzone, sondern kann auch eine Konfliktzone sein oder eine Konfrontationszone. Aber hey, da dürfen wir auch wirklich auf Jesus vertrauen, dass er uns die richtigen Worte gibt, dass er uns beisteht. Und wir haben es gehört von Debbie, wir sind ausgerüstet und wir werden da auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Wir sind nicht alleine, wir kämpfen nicht alleine, sondern wir haben immer Jesus und den Heiligen Geist dabei. Genau. Der nächste Punkt, für G,
Gottes Perspektive einnehmen. Hey, Menschen mit Gottes Augen sehen. Sie sind angenommen, sie sind geliebt, sie sind wertvoll geschaffen, sie sind schön. Und Gott will die Menschen heilen, er will sie befreien, er will sie neu machen, verändern, Hoffnung schenken. Und Liebe sieht auch diejenigen, die von anderen übersehen werden. Und ich bete wirklich, dass wir offene Augen haben, dass wir sensibel werden, dass wir um uns rumschauen, dass sich unsere Welt nicht nur um uns selber dreht, sondern dass wir Menschen sehen, die von anderen nicht gesehen werden und die von Gott geliebt werden. Ja, vielleicht ist es jemand in deiner Klasse, der von jedem ignoriert wird, der vielleicht auch gemobbt wird. Vielleicht kann man da einen Unterschied machen. Oder der Bettler, der seit Jahren an der gleichen Straßenseite oder Straßenecke sitzt. Was würde Jesus da tun? Der nächste Punkt, S, Stimme sein. Vielleicht habt ihr euch auch mit der Black Lives Matter-Debatte ein bisschen beschäftigt. In letzter Zeit ist man da ja eigentlich nicht drum rumgekommen und ich finde es super wichtig. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, Silence is Violence. Und ich habe es am Anfang nicht so verstanden, aber ich finde, es stimmt einfach so. Wenn wir uns nicht aktiv für das Gute einsetzen, dann wird das Böse seinen Lauf nehmen und immer größer werden. Liebe hat nichts damit zu tun, lieb zu sein und leise zu sein und alles über sich ergehen zu lassen, sondern Liebe setzt sich für die Schwachen ein. Das setzt sich genau für die ein, die keine Stimme haben oder die gerade nicht ihre Stimme erheben können. Und lass uns einfach aufstehen zusammen gegen Ungerechtigkeit, wenn wir sie sehen im Alltag und nicht einfach schweigen, weil Silence is Violence. Ja, als nächsten Punkt für das E habe ich Einheit bilden. Ich finde es so wichtig und ich finde es so schön auf der Zeltstadt. Da ist man so ein Team und so eine Einheit und macht Dinge zusammen. Und ich finde es so wichtig, dass man einfach das auch zu Hause umsetzen kann. Hey, es gibt keine Competition, wer ist der Beste in der Gemeinde oder welche Gemeinde ist die coolste Gemeinde, sondern wir sind zusammen in einem Team und wir können zusammenarbeiten. Wir können uns gegenseitig unterstützen, ermutigen, füreinander einstehen. Ja, zusammen sind wir einfach Überwinder in Jesus und wir machen das einfach aus der Kraft des Heiligen Geistes. I, Interesse am Sünder, nicht an der Sünde. Es ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, man kann es auch formulieren, liebe den Sünder und hasse die Sünde. Ja, wir begeben uns in die Welt, in die abgestandene Suppe. Wir sind würzig und wir wollen auch würzig bleiben, wir wollen immer würziger werden. Aber ja, es gibt eben diese abgestandene Suppe, in die wir uns reinbegeben. Und mach dir bewusst, dass es oft ein schmaler Grat ist, dass es oft schwierig ist, dass man da oft auch stecken bleiben kann. Und hey, wenn du Freunde auf dem Herzen hast, und es ist cool, wenn man Freunde hat, die nicht Jesus kennen, weil da kann man umso witziger sein. Aber überprüf das wirklich und frag, hey, ist es vielleicht gerade schon wieder too much? Oder ja, schmeiße ich mich gerade wo rein in eine Suppe, wo ich vielleicht selber stecken bleibe, wo ich selber nicht mehr rauskomme. Und wenn es dich übermannt, dann nimm dir doch einfach Hilfe, frag Jesus, soll ich was ändern? Vielleicht ist es auch dran, einen Cut zu machen mit ein paar Freundschaften oder mit Angewohnheiten. Genau, pass auf, dass du nicht vom Bösen überwunden wirst, sondern dass du das Böse mit Gutem überwindest. Der letzte Punkt heißt Nahrung. Nahrung umstellen vielleicht. Wovon ernährst du dich? Was ziehst du dir denn tagtäglich rein? Ja, gibt es Schlechte auch, weil, und füttere nicht das Schlechte weiter, weil was du fütterst, das wächst auch. Und ja, es wird dich abhalten, ganz in der Fülle und der Freiheit als Kind Gottes unterwegs zu sein. Deswegen, hey, frag Jesus ganz neu, wo sind Angewohnheiten, was kann ich denn, was ist das, wo ich vielleicht den nächsten Schritt gehen kann, wo ich wirklich loslassen muss und wo ich ganz abgeben muss? Und ja, was sollte ich eigentlich nicht weiter füttern? Ja, und wo bekomme ich gute geistliche Nahrung? Ist auch wichtig, sich zu fragen. Vielleicht hast du keine Gemeinde, such dir eine Gemeinde, geh in einen Hauskreis oder ja, schließ dich zusammen mit anderen Christen, damit ihr da einfach zusammen wachsen dürft und im Glauben gehen dürft. Oder hast du Freundschaften, die dich einfach näher ans Herz Jesus bringen? Ja, lass uns die Atmosphäre von der Zeltstadt mitnehmen und einfach uns über unserem Leben proklamieren, diese Freiheit Gottes als Kinder Gottes und ja, die Liebe und die Fülle, die wir haben und das Privileg, einfach ein Reich Gottes Botschafter zu sein. Und warum machen wir das nochmal? Ja, weil wir das Reich Gottes wachsen sehen wollen, weil wir Erweckung sehen wollen in unseren Familien, in unserem Umfeld, in unserem Land. Es wird Kreise ziehen und jeder soll erkennen, dass Jesus der Herr ist, dass er das Böse überwunden hat und dass es Liebe im Überfluss gibt für jeden Einzelnen. Und wir sind würzig durch ihn und für ihn.
Amen. Amen. Ich glaube, da war jetzt so viel drin. Das muss man natürlich auch erstmal sacken lassen, sich ein paar Sekunden nehmen. Und ich möchte auch geschwind einfach einen Moment kurz der Stille nehmen. Ihr braucht es nicht mit Gebet füllen, sondern einfach vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedanken nachklingen lassen. Ja, Elli, ich drehe mich gleich nochmal in deine Richtung. Du hast brutal interessante Impulse. Mein Kopf schwirrt gerade von den ganzen verschiedenen Gedanken, wo ich am liebsten jetzt nochmal auch intensiver nachgehen würde. Aber erlaub mir eine Frage persönlich. Du hast vorhin von dem Ehrenamt gesprochen, wo du sagst, da versuchst du wirklich auch würzig zu sein. Kannst du uns da schon ein bisschen nochmal ein Beispiel geben? Ja, und zwar habe ich erst neulich damit eigentlich angefangen und ich finde es so cool und erfüllend. Das ist so ein Kinderbauernhof und da werden Kids, kommen Kids, die es vielleicht nicht so einfach haben zu Hause. Und es ist so schön, denen einfach Geborgenheit zu schenken, denen Liebe entgegenzubringen und zu zeigen, hey, sie sind was wert, sie werden gewertschätzt, sie sind geliebt. Und gerade dort auch diese Werte einzubringen und dort auch ein Botschafter zu sein und ermutiger zu sein. Ja, da würde ich sagen, dass ich gerade würzig bin. Da kann ich aber auch gleich den Ball zurückspielen. Markus, fällt dir auch gerade ein Beispiel ein, wo du würzig sein kannst? Ja, in der Vorbereitung zu diesem heutigen Thema habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt. Und es geht zurück 1995. Ich hoffe nicht, dass ich seitdem nicht mehr würzig war, aber das sind die lebendigsten Bilder tatsächlich. Lasst mich das mit zwei, drei Worte zusammenfassend euch darstellen. Ich war in Südafrika, 1994 bin ich eingereist und habe als Jugendpastor dort gearbeitet. 1994 war die erste demokratische Wahl, das hieß, Schwarz und Weiß dürfen wählen und es wurde ein schwarzer Präsident gewählt. Ich habe in einer weißen Gemeinde gearbeitet, weiße Jugendarbeit gemacht auf Englisch, aber trotzdem ausschließlich weiß. Und wir haben uns Stück für Stück auch diesem Thema gestellt als Jugendarbeit, als Gemeinde und haben 1995 oder 96 war es dann ein Camp durchgeführt, wo wir Schwarze und Weiße eingeladen haben. Es war meines Erachtens nach das erste Jugendcamp, was gemischt stattgefunden hat. Und das Bewegendste, für mich eindrücklichste war, dass der Bischof als Kirchenleitung das so faszinierend auch fand, dass er selber zu dem Camp kam. Er war nicht die ganze Zeit dabei, aber hat uns besucht und hat geschaut, wie wir dieses Thema bearbeitet haben. Und ich fand es einfach damals wie so ein Anstoß, dadurch, dass wir uns dem Thema gestellt haben, ist viel auch dadurch in Bewegung gekommen. Und dann in unserer Jugendarbeit die nächsten Jahre waren wir eine ausschließlich gemischte Jugendarbeit. Und war nicht immer einfach, wir haben uns Themen stellen müssen, die vorher nicht so klar waren. Aber es hat was ins Rollen gebracht, wir haben uns das gestellt und haben dann die Antworten gefunden, wenn die Fragen auch ganz präsent waren. Aber es war schon auch eine sehr bewegende Zeit damals in Südafrika. Aber da habt ihr sicherlich auch Beispiele, entweder liegen sie schon länger zurück wie bei mir, oder ihr überlegt euch jetzt selber, wie geht ihr in die Sommerferien hinein, ihr habt Urlaub vielleicht vor euch, Schuljahr beginnt neu, und überlegt euch, wie kann ich würzig sein? Wie kann ich das umsetzen, was diese Woche in unserem Zeltstadtprogramm vielleicht auch umgesetzt worden ist. Und ich fände es schön, dass wir einfach miteinander beten. Elli möchte mit uns ein Gebet sprechen und wir bitten dann, dass wir danach nochmal zurückkommen. Verlasst uns nicht gleich nach dem Gebet, sondern kommt nochmal rein und wir machen dann die Abkündigung und den Segen. Ja, Herr, wir danken dir für die Woche Zeltstadt. Wir danken dir, dass du so groß bist und dass du nicht nur im großen Zelt wirken kannst, sondern auch bei uns zu Hause. Herr, danke, dass du uns gebrauchen möchtest, dass wir deine Botschafter sein dürfen, dass du mit uns ein Reich bauen möchtest, dass wir, obwohl wir Fehler haben, dass wir da wirklich von dir benutzt werden können. Herr, ich danke dir, dass du uns so eine Liebe entgegensetzt und ich danke dir, dass wir von dir angenommen sind, dass wir das auf dieser Welt auch proklamieren können und weitergeben können. Und ich bete wirklich, dass du jedem von uns das klar machst, wo es gerade ein Bereich ist, wo wir investieren können, wo wir Reich Gottes Botschafter sein dürfen. Zeigen uns das ganz neu,
wir wollen für dich leben, wir wollen unser Leben für dich geben und ja, wir wollen würzig sein, Herr. Amen. Amen. Danke, Elli, nochmal auch für deine Predigt im Nachhinein jetzt. Ich glaube, die schwingt mit. Abkündigungen habe ich für uns und natürlich zum Ende der Zeltstadt kommt da so eine ganze Menge dazu. Aber ihr braucht es nicht alles jetzt gleich euch merken, was ich euch mündlich mitgebe, sondern ihr findet es nachher auch in den Beschreibungen. High ist high, low ist low, so sagen wir in der Jugendarbeit in Reichenbach, wo ich unterm Jahr auch tätig bin. Und das High war wirklich das, dass wir eine Zeltstadt durchführen konnten. Eine verrückte Zeltstadt als Übertragungszeltstadt über YouTube. Aber das Low war definitiv, dass wir euch nicht richtig dieses Jahr kennenlernen konnten. Wir haben nicht eure Fragen gehört, nicht euer Feedback bekommen. Wir wissen nur bedingt und begrenzt, wie es euch geht, wie ihr mit den Themen umgegangen seid, ob euch was angesprochen hat oder ob es an euch eher vorbeigegangen ist. Deswegen weise ich auf folgende Punkte hin. Erstens, Instagram sind wir seit Wochen aktiver wie je zuvor. Schaut da einfach mal bei unserem Account, bei unserem Kanal da rein und schreibt gerne immer auch in den Kommentaren und wir antworten, soweit es geht. Das geht ja auch über persönliche DMs, Nachrichten. Die zweite Möglichkeit ist nochmal auf Zoom den Hinweis, immer anschließend an unser Programm, auch heute Abend schalten wir direkt auf Zoom und dort werden wir Kleingruppen moderieren oder mit euch nochmal ins Gespräch kommen. Die dritte Möglichkeit ist dann unterm Jahr auch mit uns im Gespräch zu bleiben oder uns kennenzulernen. Ich weise darauf hin, das Zeltstadt-Nachtreffen wird Ende Oktober, Anfang November, gleich am Anfang der Herbst-Schulferien stattfinden. Und last but not least, arbeite doch mit. Elli hat schon erzählt, sie war letztes Jahr das erste Jahr Zeltstadt-Mitarbeiterin. Ihr hat es cool gefallen, deswegen ist sie dieses Jahr auch wieder mit dabei. Macht doch selber mit. Schreibt und sagt, hey, wir würden gern mal uns einbringen. Es gibt die Höhenlager, die dann meistens im neuen Jahr wieder beginnen. Da gibt es dann Termine, die geben wir euch weiter. Und probiert euch aus. Macht den Unterschied. Seid würzig, indem ihr vielleicht anfangt, auf der Zeltstadt konkret auch mitzuarbeiten. Das sind so kurz und kompakt die Abkündigungen. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Und ich möchte uns jetzt als Zeltstadt Gemeinschaft, als YouTube-Gemeinschaft unter den Segen Gottes noch stellen. Und so segne uns Gott, der Vater, der euch so unendlich liebt. Es segne uns Gott, der Jesus, der sich durch seinen Sohn offenbart hat, der für uns gestorben ist, für dich gestorben ist. Und es segne sich Gott, der Heilige Geist, der uns befähigt zum Glauben, der uns erfüllt mit seiner Liebe. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Und wir sagen, wir sehen uns bei der nächsten Zeltstadt 2021. Und da feiern wir vielleicht, aber vielleicht auch ganz sicher, die 30. Zeltstadt, die wir eigentlich dieses Jahr hätte feiern wollen, aber die irgendwie ins Wasser gefallen ist. Aber wir freuen uns nächstes Jahr, euch wieder zu sehen, oben auf der Nordalp. Und wir freuen uns dann wieder live. Und dann auch mit Jubiläum. Alles klar, meine letzten Worte sind love you, leave you, macht's gut. Elli von uns, tschüss. Bis gleich.